Haben wir noch geschaut. So, jetzt schauen wir mal. Und dann irgendwann entschieden sie sich, diese wild gewordene Struktur hineinzugehen. Sie astral, aurisch und so weiter, mit Hüllen zu versehen. Tja, aber wo ist das fehlende Glied? Meine Lieben, wenn ich eine untere physische Struktur habe, die da verrückt spielt, und dann lege ich ihm ein geistiges Kleid an, kann sein, dass er das noch gar nicht weiß. Ja? Also, wir wollen mal den Vorgang rekonstruieren. Erste Rasse waren die Schatten ihrer Schöpfer, sozusagen, wurde von denen gegeben. Erste Rasse Monaden, ja? Die Körper waren völlig ohne Verständnis, nur göttlich. Sozusagen reine Göttlichkeit auf dieser Ebene gesehen. Die zweite Rasse war eine Schweißgeborene, die wiederum emanierte von den Schatten dieser Strukturen. Ja, wissen wir, die Struktur löst sich und dann bildet sich da eine neue Form und kann dann weiter wachsen, zum Teil noch verbunden mit der originellen Struktur und dann sich selber entwickeln. Man kann auch sagen, dass die Schatten der ersten Rasse zwar von Geist umgeben waren, aber eben noch nicht, sagen wir mal, verbunden mit dieser Geisthülle. Ja? Zweite Rasse, Schweißgeboren, emanierte dann aus diesen Schattenstrukturen und hatte durch die Erfahrung, Erfahrung spielt ja auch mit, empirisch, eine Art von Keim der Intelligenz. Die Eigeborenen, das war die dritte Rasse, das waren die Eigeborenen, haben wir im Buch des Lichts genau beschrieben, wie sich eine Eistruktur von der anderen löst und dann selber zu einer großen Eiform aufwuchs. Die hatten, sagen wir mal, den göttlichen Funken. So, jetzt war es dann so, dass der Mensch Denken, Körper und Geist hatte. Ja, durch Gedanken allein waren die geistigen Vorväter der Meister geschaffen, sozusagen. Die würden ja dann erscheinen in der vierten Rasse. Denn, ja, meine Lieben, Schöpfung ist das Ergebnis von Gedanken, kreativen Gedanken. Ich benutze dabei, so wie der Töpfer den Ton benutzt, diese Masse, benutze ich Mula Prakriti, mentale Urmaterie, kann man sagen, Schwingung, Mula Prakriti, Urmaterie, und forme sie, sei es als jetzt Künstler in eine Statue oder als Komponist in ein Lied oder als Texter, verdichte ich das, Dichter, daher kommt das ja schon alles. Wenn wir diese Worte uns genau anschauen, enthüllen sie uns schon wichtige Teile der Lehre. Was benutzt denn jemand, wenn er irgendwas dichtet? Er kann nicht einfach ohne etwas. Es gibt doch keine Bewegung ohne Vehikel, keine Aktion ohne, kein Subjekt ohne Objekt und so weiter, ja? Das heißt, die Materie, die der kreative Mensch benutzt, auch heute noch, ist Mula Prakriti. Jeder Gedanke ist dort eingegraben. Darum soll man, auch wenn es geht, nur positiv denken. Und wenn man kritisiert, soll man immer trotzdem auf seiner neutralen, so gut es geht, positiven Ebene bleiben und den Tag lang, solange es geht, zu sagen, mögen alle Wesen glücklich sein, möge es ihnen wohl ergehen. So macht man das und man versucht Maß zu halten, meine Lieben, mit diesem Körper, der nicht ohne Sucht und Begier ist. Ja, darf man nicht vergessen. So, jetzt, das ist ganz klar, jede Schöpfung ist das Resultat des Gedankens, des Willens, welcher auf die Materie wirkt. Dass viele Leute dabei rücksichtslos etwas wollen, das dann natürlich sie wie einen bösen Geist hinter sich herschleppen, denn jeder Wille wird erfüllt, meine Lieben, der Wille zum Guten und zum Bösen, das ist doch klar. Im Prinzip ist das Gleiche. Ob ich sag jetzt mal als Beispiel, als Künstler eine Blume schaffe oder ich schaffe ein Messer aus Ton und steche jemand damit. Als Beispiel, ja? Beides unterliegt demselben Gesetz. Wir sind diejenigen, die entscheiden. Da ist doch keiner, der sagt, tu das nicht, tu dies nicht. Natürlich
durch die Lehre könnten wir vorausschickend sagen, tu das nicht. Könnte jemand kommen und sagen, warum? Ich bin von der Mafia, ich habe 10 umgebracht, habe jetzt 1 Milliarde Euro und wohne in Monaco und speise jeden Tag mit dem Fürsten. Ja, viel Glück. Du wirst schon noch sehen. Ja? So, nur die Lehre kann uns da retten, meine Lieben, das sage ich. Dann sagen wir, in der vierten Rasse geschah dann eben diese weitere Entwicklung. Die Meister selber, der Körper sozusagen auch, wurden durch perfekten Gedanken erschaffen. Diese Meisterkörper, diese Strukturen, die sie später auch reinkarnieren konnten, wo die Skandas dann auch entsprechend waren. Meine Lieben, die dritte Rasse, gehen wir mal da zurück, 18 Millionen Jahre, entwickelte sich in sexuelle Teilung. Und dann gab es noch den Fall des Menschen in die vierte Rasse. Aber wir haben jetzt die Situation Adam und Eva. Nun wollen wir mal einen Blick auf die Schriften werfen, zum Beispiel die Bibel. Da sagen die Leute, die Bibel ist voller Widersprüche. Die ist überhaupt nicht voller Widersprüche. Stimmt alles. Will ein Beispiel geben. Der Teil der Menschheit, der sich ohne das Göttliche entwickelt hatte, beziehungsweise ohne die Zusammenarbeit mit dem ein Drittel der rebellierenden Manasaputras, der sah, wie die Tiere taten und hatte unter anderem auch Sex mit Tieren, meine Lieben. Sex mit Tieren. Das führte auch zu einer Rasse von Wesen, die auf allen Vieren krochen und so weiter. Eine Vereinigung vor etwa 9 Millionen Jahren, sagen wir mal, sind noch detailliertere Einteilungen. Vor etwa 9 Millionen Jahren wiederholte der Mensch die Sünde, Teile des primitiven Menschen mit Tieren. Das führte zu den Ahnen der Affen von heute, unter anderem. Das heißt also, der Affe stammt ganz klar vom Menschen ab. Ja? Nicht der Mensch vom Affen. Ja, meine Lieben, da könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Wissenschaft, wie die da aufbegehrt, ja? Na, die haben doch Jahrtausende lang wahrscheinlich schon in dieser Richtung gedacht und mit Darwin dann noch bestätigt, oh nein, der Mensch stammt vom Affen ab. Jetzt stellt euch mal vor, das Beispiel von einem Riesentanker, der in eine Richtung fährt und der Kapitän entscheidet, ich bin auf dem falschen Kurs. Ich muss sofort bremsen. Ja? Ich darf nicht mal eine Kurve nehmen, ich muss bremsen, denn da vorne ist das Riff der Dummheit, würde ich jetzt mal das auf unseren Vergleich bringen. Das Dummheit der Unlogik der Lehre, dass der Mensch vom Affen abstammen soll. So, jetzt stoppt der Kapitän das Schiff, so wie der normale Mensch, der dieser Lehre gefolgt ist, plötzlich den Gedankengang stoppen will. Selbst wenn er sagt, das Buch des Lichts hat recht. Sagen wir mal, ein Professor der Anthropologie, der sein Leben lang damit verbracht hat, zu beweisen, dass der Mensch vom Affen abstammt. Jetzt trifft er diese Lehre und sagt, oh mein Gott, das stimmt ja. Stellt euch mal vor, meine Lieben, welche Zerrissenheit des Denkens und des Willens in so einem Menschen sein muss, der sein Leben lang wie der Kapitän in eine Richtung gefahren ist, volle Pulle. Und jetzt einsieht, dass er bremsen muss, aber selbst wenn er will, selbst wenn der Kapitän will, das Schiff fährt immer weiter, meilenweit noch. Selbst wenn du alle Motoren auf rückwärts stellst, wenn es ein richtiger Tanker ist, ein Riesending. Meine Lieben, so ist das mit der Lehre. Die erzeugt in dem Anatta, also nicht selbst der Menschen, in dem programmierten, mental programmierten Körper, eine Wut zum Teil. Warum? Nicht mal so sehr die Wut auf die Lehre. Jeder gute Psychiater würde sagen, das ist die Wut auf sich selbst. Dass sie erkennen müssen, so dumm war ich. Dann kommt die Reflexion auf den anderen, der schuld ist, dass ich das erkenne. Und die Wut steigert sich und so weiter und so weiter. Da haben wir dann auch Religionskriege als Grund, sieht man ja auf YouTube und auf Facebook und so. Sobald man eine normale Diskussion mit so jemandem beginnt, wird meistens ein Wutausbruch draus. Bei uns nicht. Wir vom Buch des Lichts, wir stellen nur manchmal Fragen,
die zu einem Wutausbruch führen könnten, aber wir stellen sie ja ganz neutral. Zum Beispiel so, wie kann denn ein unwissender Gott bewusst diese verrückte Welt erschaffen? Ja, da oben erinnern wir auch ein bisschen an Gott, die klopfen da auf die Decke rauf, hoffentlich kommen die nicht irgendwann durch. Wie kann ein allmächtiger, allwissender Gott einen Menschen erschaffen, von dem er weiß, dass er fallen will, und er bestraft ihn dann dafür? Also Entschuldigung, da genügt doch ein Fünfjähriger, sage ich immer, um da zu sehen, dass was nicht stimmt. Ja, gut, zurück zu unserem Fall der Tiere. Sag doch, der Fall der Tiere war ja zuerst, wenn man ihn als Fall nennen will. Ihr wisst, diese Substanz, aus der die Säugetiere von heute gemacht sind, die Ursubstanz, ist ja alles Mula Prakriti in unterschiedlicher Schwingung, das war ja nichts anderes als die untere Ausscheidungssubstanz des damals noch androgynen, hermaphroditischen Menschen. Der hat sich sozusagen gesäubert. Der hat sich entleert, ja. Diese Absonderungen, die nach unten und zur Seite weggingen, zum Teil, da sind andere Monaden, die haben gesagt, hui, das ist gut, sind gleich drüber her. Und haben sich, sagen wir mal, dort erstmal als Tierform entwickelt. Bis zu den heutigen, wird alles im Buch der Dies genau erklärt. Ja? Wir waren bei der Bibel, siehst du, hätte ich fast vergessen. Fällt mir jetzt ein. Da steht also zum Beispiel ein scheinbarer Widerspruch. Einmal, Gott schuf die Erde und die Vegetation und die Tiere, bevor er den Menschen erschuf. Stimmt. Oh, jetzt fange ich schon an zu krächzen vor Begeisterung. Stimmt. Gott schuf die Erde, bevor er den Menschen, die Erde, Vegetation und die Tiere, bevor er den Menschen erschuf. Dann lesen wir in der Bibel, Gott schuf den Menschen zuerst. Und dann die Tiere und die... Stimmt auch. Stimmt auch, meine Lieben. Man muss mal ein bisschen humorvoll das Ganze ganz cool ansehen. Wenn die Bibel lehrt, dass Gott die Erde schuf und die Vegetation und die Tiere und dann erst den Menschen, dann betrifft das die Geschichte der ersten drei Rassen auf Erden. Der ersten drei Rassen auf Erden. Da war erst Erde natürlich und Vegetation und Tiere und dann kamen die menschlichen Monaden sozusagen. Ja? Manifestierten dann. Wie denn? Kam aus der Tiermonade, aus dem Tierreich der Mensch? Ja, niemals. Kam aus dem Pflanzenreich das Tier? Ja, niemals. Kam aus dem Mineralreich die Pflanze? Aber nein. Die Monade machte einen Schnelldurchgang. Durch diese Vegetation, durch Flora und Fauna und durch die Mineralien. Durch die Mineralien, in die Pflanzen rein, in die Tierwelt oder Schwingung rein und dann als Mensch war sie da. Deshalb kann man sagen, das ist die Geschichte der ersten drei Rassen. Da kann man sagen, dass das die Erde, Vegetation und die Tiere den Menschen vorausgingen. Vorausgingen, ja? Also in dem Sinne, dass die erst da waren und dann der Mensch. Und die waren erst da, Fauna, Flora. Entschuldigt, wenn ich mich so penetrant manchmal wiederhole. Also Fauna, Flora und Erde, alles, das war da und dann kommt der Mensch. Das ist die Geschichte der ersten drei Rassen. Da kommen die ersten drei Rassen. Und dann, wenn die Bibel sagt, Gott formte den Menschen aus dem Sand des oder aus dem Staub der Erde, und dann erschuf er Tiere des Feldes, dann ist damit genau das gemeint. Das ist die Geschichte der vierten Rasse, der vierten Wurzelrasse. Denn